Ja, sonnige Aussichten, das wünschen wir uns für die Stadt Wiesbaden in Zukunft. Unser Ziel ist es, möglichst viel Energie bis zum Jahr 2020 regenerativ, also erneuerbar zu erzeugen. Kein gefährlicher Atomstrom, kein schmutziger Kohlestrom, sondern tatsächlich mit Sonne, mit Wind und auch der Geothermie, mit den heißen Quellen. Deshalb freue ich mich jetzt insbesondere, dass wir den Franz Alt gewinnen konnten, hier in Wiesbaden tatsächlich auch um Unterstützung für dieses Projekt zu werben. Er ist einer der Umweltveteranen der ersten Stunde, einer derjenigen, die ganz überzeugt bei der Sache sind. Hören Sie sich Franz Alt an. Ich freue mich, dass er da ist und diesem Projekt von uns sozusagen nochmal Rückenwind gibt und da die Sonne ein bisschen strahlen lässt. Ich komme gerade von der Antarktis. Dort sagen mir die Wissenschaftler, in den letzten Jahren ist das Klima um 5 Grad nach oben geklettert. Die Tiere, das Eis dort, spüren das und merken das. Aber der Klimawandel wird auch in Westeuropa zuschlagen. Wir haben in Südeuropa schon starke Auswirkungen des Klimawandels. Wir haben in Afrika Hunderttausende Flüchtlinge, Klimaflüchtlinge, die in Afrika keinen Boden mehr unter den Füßen haben. Die UNO geht davon aus, dass wir bis 2050 200 Millionen Klimaflüchtlinge über diesen Planeten haben, irren werden. Das heißt also, der Klimawandel ist noch nicht richtig spürbar. Das Klima verändert sich nur langsam. Das ist eine Frage von vielen Jahrzehnten. Aber es verändert sich und die Auswirkungen werden auch bei uns bald sehr fatal zu spüren sein. Also wenn wir so weitermachen mit Kohle, Gas und Öl. Wir verbrennen heute an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl, wie die Natur in 1 Million Tagen geschaffen hat. 1 zu 1 Million Mal verbrennen wir die Zukunft unserer Kinder. Dann möchte ich nicht mein Enkel sein. Wir sind dabei, aus dieser Erde, aus dieser wunderbaren, schönen Heimstatt Erde, ein Treibhaus zu machen. Das ist die größte Dummheit, die der Menschheit je eingefallen ist. So bescheuert waren unsere Vorfahren nicht. Die haben sich im Einklang mit der Natur, im Großen und Ganzen zumindest, verhalten. Und wir machen heute das Gegenteil. 1 zu 1 Million Mal gegen Naturgesetze in unserem Energie- und Mobilitätsverhalten jeden Tag. Ich höre schon seit 20 Jahren, die Atomenergie oder die Kohle sei die Brücke ins Atomzeitalter. Also irgendwann hat jede Brücke ein Ende. Und die Brücke ins Solarzeitalter kann nicht unendlich sein. Die Energiefrage ist die Voraussetzung, dass wir das Klima, den Klimawandel noch stoppen können. Energiefrage heißt 3 große Es: erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energieeinsparung. Wenn wir dies alles angehen, zum Beispiel auf der Basis des Erneuerbaren Energiegesetzes in Deutschland, wo wir ja auch gewisse Erfolge haben, dann könnten wir in den nächsten 30 Jahren in Europa, in ganz Europa, den 100-prozentigen Umstieg auf erneuerbare Energie organisieren. Je besser wir sind bei der Energieeffizienz und bei dem Energiesparen, desto rascher geht das. Also wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, wie rasch wir in erneuerbare Energien einsteigen können. Beim Strom sind wir immerhin auf 16% in wenigen Jahren angekommen. Und wenn wir das Tempo noch verschärfen, könnten wir schon bis 2020 etwa 50% des Stroms erneuerbar haben. Das heißt, wir brauchen wirklich keine längeren Laufzeiten der Atomkraftwerke und wir brauchen auch keine neuen Kohlekraftwerke. Man muss nur das Tempo des Umstiegs auf erneuerbare Energien und bei der Energieeffizienz und beim Energiesparen einhalten, das wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben. Die deutsche Volkswirtschaft schiebt pro Jahr 100 Milliarden Euro ins Ausland wegen unserer Energieabhängigkeit. Das Geld könnten wir hier behalten und Vollbeschäftigung organisieren. Mit 100 Milliarden könnten wir Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Das bedeutet, wir haben ökonomische Vorteile, weil diese Organisation des Umstiegs geht mit der heimischen Wirtschaft, mit dem heimischen Handwerk, mit dem hiesigen Mittelstand. Das Geld fließt nicht ins Ausland, das Geld bleibt hier, die Arbeitsplätze entstehen hier und der Umwelt wird hier geholfen. Das heißt, wir haben die Chance, regional die Wirtschaft zu stärken. Wir haben die Chance, unsere Häuser besser zu dämmen. Das schafft Arbeit und Arbeitsplätze. Wir haben die Chance, andere Autos zu bauen. Wirklich endlich. Technisch ist das alles möglich. Ich habe im Jahre 2002 in der ARD das 1-Liter-Auto von Volkswagen vorgestellt. Heute steht es im Museum. Es ist nicht zu fassen, wie dieses Deutschland seine eigene Technik verpennt und stattdessen am Tropf der alten Atomwirtschaft, der alten Kohlewirtschaft hängt. Wenn wir uns davon lösen, wenn wir die Ketten der alten Energiewirtschaft endlich abstreifen,
nach dem schönen Motto Bürger zur Sonne, zur Freiheit. Dann wird es dem Land wieder gut gehen, ökonomisch, ökologisch und sozial, weil dann hier die Arbeitsplätze entstehen. Also jeder braucht Energie und jeder kann, jeder will mobil sein. Also kann auch jeder überlegen, wie er seine Energie organisiert und seine Mobilität dazu. Und da hat jeder Alternativen. Als ich eben vom Bahnhof hierher fuhr, habe ich mich gefragt, wieso stehen auch in Wiesbaden die meisten Dächer noch völlig umsonst in der Gegend herum. Das ist eine unsägliche Zerstörung von Wirtschaftskraft. Wieso holen wir nach Wiesbaden Öl aus Arabien, Gas aus Sibirien, Uran aus Australien und die heimische Sonne, den heimischen Wind, die heimische Erdwärme, die heimische Bioenergie, die heimische Wasserkraft, nutzen wir erst so zögerlich, wie wir das hier in der Tat tun, wenn ich hier die Dächer und die Häuser angucke. Also das liegt an jedem und jeder von uns selber. Völlig richtig. Jeder und jeder kann etwas tun. Klimaschutz fängt immer zu Hause an. In vielen deutschen Kommunen ist der Ökostrom billiger als Atomstrom. Bitte, wer was tun will, steigt doch einfach um. Nicht? Die Deutschen sind zu 70% gegen Atomstrom, aber 90% beziehen Atomstrom. Also schizophrener geht's gar nicht. In 3 Minuten morgen früh ist der Umstieg organisiert. Das ist eine Frage von 3 Minuten. Und Sie müssen nicht mehr bezahlen. Wie gesagt, in vielen Kommunen ist sogar billiger der Ökostrom. Es gibt keine Ausreden mehr, Freunde. Es gibt nur fehlende Information oder Trägheit. Steigen wir um. Das ist mehr als Technik, das ist eine Kulturfrage. Wird das Land fortschrittlich, wirklich modern, auf der Höhe der Zeit? Eben haben wir von Frau Thies gehört, Sie sind eingeladen, sich da zu beteiligen, gut Geld zu verdienen. Nochmal, eine bessere Einnahmequelle gibt es nicht heute. Wie sich an solchen modernen Technologien und für ein gutes Gefühl ist auch gesorgt, wenn Sie es machen, weil man hier verantwortlich investiert. Gewinn und Sinn kommen zusammen. Welch eine Chance für ein gutes Gewissen. Es gibt in diesem Raum heute Abend niemanden, der nicht daran mitarbeiten könnte, dass diese Welt eine schöne bleibt. Und dass auf dieser schönen Erde auch unsere Kinder und Enkel noch ein gutes Auskommen und ein gutes Leben haben können. Ich wollte Sie anregen, über diese Dinge intensiv nachzudenken. Gerade auch in Zeiten des Klimawandels aktiv zu werden, etwas zu tun, auch noch ökonomische Chancen durch eine Bekämpfung des Klimawandels. Ich wünsche Ihnen Lust auf Zukunft. Ich wünsche, dass Sie Freude haben. Wissen Sie, nach meinen Vorträgen kommt immer irgendjemand und sagt, Herr Hall, Sie haben über Ökologie und Ökonomie und Geld gesprochen. Ich muss Ihnen sagen, das Schönste an meinen Solaranlagen ist die Freude, die ich habe. Es macht viel mehr Spaß, mit der Sonne zu duschen als mit Erdöl. Herzlichen Dank.